Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge Nummer 35 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal hatten wir den Knoten da beim Depot fertig gemacht, das hat wohl geklappt und dann kam hier noch dieses Fenster rauf, dass hier eine Schließung verhindert werden kann, wenn wir da 67.000 einbezahlen, aber das sollten wir vielleicht nicht über diesen Weg regeln, sondern über den Weg, dass da Holzbalken hinkommen, ne? Das wäre wichtig. Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir mal, ob es da eine Linie gibt oder nicht und ob wir eine einrichten müssen. Das sehen wir dann gleich. Bis dann. So, dann haben wir hier den Baumarkt. Dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Die Schließung verhindern, aber da müssen wir jetzt erstmal Logistik gucken. Ah, da ist das Depot. Aber in dem Depot ist wahrscheinlich nichts los, oder? Nee, da wird auch nichts hingebracht. Das heißt, wir müssen da Fahrzeuge schnellstens hinhaben, die das managen, dass es läuft, ne? Haben wir denn hier noch im... Mir will ich keine Fahrzeuge. Das heißt, wir müssten einen kaufen. Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Und da müssen wir diesen hier kaufen jetzt. Und müssen dem eine Linie machen. Wo war jetzt das Depot? Logistik, da ist das Depot. Okay, da fährt ja auch einer hin, aber der fährt das Falsche dahin. Warte mal, dann würde das bedeuten, dass hier nur was anderes aufs Fahrzeug muss, ne? Und zwar diese Holzbalken. Und dann können wir dem auch Fahrerzugefräß Abzweig. Fahrplan ist Holzträger zu Birges Anbau. Und wer fährt hier hin? Steht man das irgendwo? Übersicht, zwei Fahrzeuge, okay. Holzbretter zu Birges Anbau, Holzträger zu Birges Anbau. Holzbretter ist doch auch falsch. Warte mal, mach mal hier erst die Route auf. Holzträger zu Birges Anbau. Der da. Und lass den ruhig fahren, dass er drei hinfahren, das passt dann schon. Das ist der Holzträger zu Birges Anbau. Das ist richtig. Und den müssen wir auch noch auswählen. Der wäre zwar vielleicht automatisch richtig, aber ich weiß nicht, wofür das gut ist hier. Null Fahrzeuge. Ach, die Linie gibt es da, aber... Ah, okay. Dann ist das okay so. Dann lassen wir das erstmal so. So, da fahren jetzt Fahrzeuge hin und machen das gleich fertig. Hier fehlt Material, das heißt... Hupen, nee. Aktuellen Auftrag überspringen. Jetzt ist hier Eisenerz da und das holt keiner ab. Wo muss das denn abgeholt werden, ist die Frage, ne? Irgendwie passt es gar nicht, oder? Keiner nimmt Eisenerz ab jetzt gerade. Fahrt mal weiter erstmal. Und hier können wir einen schneller machen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer die Eisenerz abholen soll. Das Lager ist voll. Das wird schwierig. Lass den mal zurückfahren. Ah, da ist einer. Aber der liefert... Warte mal, lass den mal weg. Ah, jetzt kommen die. Und der kann zu und dem müssen wir mal gerade folgen, ne? Wo fährt der denn hin? Der fährt hier hin, wo es aber nichts mehr gibt, ne? Okay, der fährt dann da vorbei, wo es keinen Sinn mehr macht, dass er hinfährt. Gibt es irgendwo Eisenbahn noch hier in der Ecke? Da sind Möbel, da können wir nichts machen. Das kann man nicht, das Material. Können wir also auch nichts machen. Ich glaube, wir haben jetzt hier tatsächlich schlechte Karten, das irgendwo hinzubringen. Hier ist jetzt nirgendwo Eisenbahn. Da muss Holz hin. Das sind Bretter. Hier sind Eisenbahn.
Logistik wäre hier oder da. Das hat ja gut geklappt mit zwei nebeneinander, ne? So, der lädt hier ab, fährt da rum. Von wo kommt der denn? Ja, direkt vom Lager. Das bedeutet, dieser Zug ist eigentlich da über, ne? Fahren wir gerade weiter. Wir müssen definitiv jetzt einen schaffen. Der fährt den erstmal weg, damit die anderen da beladen werden können. Ja, der ist hier auch falsch am Laufen. Gefräß Ost. Aber der muss da, kann da was hinbringen. Das würde noch passen, aber das kommt hier nie an, oder? Nee, das ist ja hier eigentlich nicht geliefert. Und mit dem da müssen wir jetzt noch was ändern. Der muss jetzt hier hinfahren. Gibt es eine Linie, die dahin geht? Das ist die Frage. Eisenmelrich statt Anbau, ne? Das wäre da. Nord. Melchstadt Abzweig, ist das hier? Ja, der passt. Dann ist das schon mal richtig. Details, Eisenbahn passt. Das heißt, die werden da jetzt abgeholt. Fahr den Zug weg, weil der bringt mir da gerade nichts. Mach die Fahrzeuge hier gerade zu. So, der hat jetzt geliefert, das passt, der fährt da auch hin. Jetzt müssen wir hier aufpassen, wer wohin fährt, ne? Okay, der hat jetzt kein Erz mehr. Was ist das hier für ein Gebäude gerade? Ach, das ist Rathaus, oder? Oder ist ein normales Haus? Ne, ist ein normales Haus und dann kommt sowas, ja, okay. Also die sind alle gefahren, die fahren auch alle. Das ist ja schon mal gut, oder? Aber die Eisenbahnen sind ja voll. Und der kommt da wieder. Das bedeutet. Okay, der wird noch beladen und der schon nicht mehr. Und der steht schon wieder da drinne. Und kann erstmal wieder zurückfahren, weil das nicht klappt. Jetzt müssen wir dann. Oh, neue Verkaufsstelle. Ja, da habe ich glaube jetzt aus Versehen angeklickt. Das heißt, wir müssen jetzt ein Fahrzeug haben. Hier nochmal kaufen. So ein. Kaufen wir. Und der kriegt die Route. Nee, statt. Wo ist denn das jetzt? Das ist da. Melstadt Nord, ja. Und Abzweig passt. Fahr. Das ist der zweite, der da jetzt fährt. So, der eine Zug ist ja schon mal reingefahren. Das ist ja schon mal gut, ne? Aber der nächste wartet da ja schon, ne? Fahr mal weg, das hat so keinen Sinn bis jetzt. So, wir haben irgendwo eine neue Verkaufsstelle und die war wo? Bretter waren das in Wirges, das könnte hier sein, ne? Logistik gibt's keine.
das hier nicht in der Reichweite? Nein, leider nicht. Schade. Das heißt, da muss was hin. Zug ist da. Das bedeutet, wir müssen da was Neues bauen. Terminals. Das müsste da hin, ne? 900.000 haben wir gerade. Machen wir dahin. Und dann brauchen wir ein Auto. Warte mal, lass mal den da gerade wieder wegfahren. Das hat so keinen Sinn. Der Eisenbahn muss weg. Vielleicht sollten wir die Eisenbahn mal gucken, ob wir die umändern können auch. Aber es sieht nicht danach aus. Hier stehen sie auch Schlange. Lass den mal weiterfahren gerade. Ja, dann bewegt sich da erstmal was, aber da bewegt sich dann auch wieder nichts mehr. Kaufen wir ein Fahrzeug für die Bretter. Kaufen. Und dann bearbeiten. Halt hinzufügen. Merichstadt Abzweig ist hier. Laden. Und Halt hinzufügen ist dann hier unten, wo wir den neuen gesetzt haben, da. Und da ist Entladen. Speichern als, okay. Und Details ist Bretter. Und fahren. Ja, die Möbel konnte ich nicht aufhalten, weil ich sie noch nicht bauen konnte, ist klar. Ja, das ist halt leider schade, aber ich hatte keine Möglichkeiten, die Möbel zu bauen. Pause ist da drin, das heißt, wir fahren weiter. So, die sind hier immer noch am Warten. Das fahren wir weiter, das bringt so nichts. Wo fährt der jetzt eigentlich hin? Der fährt doch hier hin, ne? Aber hier kann man ja auch was anderes laden, oder? Kann man auch Kohle laden, ne? Fuhr da nicht auch einer mit Kohle vorbei? Bringen wir da überhaupt Kohle hin? Ich glaube nicht, ne? Kohle fehlt hier ganz. Dann können wir da noch ein Lager schnell bauen. Für Kohle. Kriegen wir das da noch irgendwie hin? Nee, ne? Doch, das passt. Und da machen wir Kohle rein. Aber Kohle gibt es da hinten nicht. Ja, gut geklappt. Aber ist ja jetzt halb so wild. Auch wenn hier keine Kohle ist. Oder doch? Müssen wir mal gucken, was passiert. Der fährt da schon mal hin. Er steht jetzt nur noch mit zwei von denen da. Fahren wir weiter. Weil zurzeit haben wir hier das Lager ja noch voll. Zug 3 hat kein Geld eingefahren, das ist aber nicht schlimm, weil das wissen wir gerade. 900.000 haben wir da unten, das ist schon mal eine gute Summe. So, jetzt wird hier weitergefahren. Speichert. Jetzt müsste der nächste Zug mit Holz auch reinkommen, oder? So, der möchte auch noch das haben, was wir nicht haben. Da kommt aber einer, der es hat. Das heißt, der fährt weiter. Aber warum kommt hier kein Holzzug? Ah, da ist er. Okay, geht wieder. Der ist auch leer und kehrt wieder zurück. Bis jetzt haben wir es ein bisschen optimiert, dass es läuft, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, ne, der war das nicht. Wo war das? Wo war er hier? Hat der schon eine Lieferung gekriegt mal? Fahrzeug hört dann jetzt noch. Ja, okay. Schrecklich bedeutet ja das. Da kommt gerade einer da lang gefahren, aber der, nee, der, oh, der bringt der Bretter mit. Was ist das für einer? Ach, der fährt gerade leer, weil er keine Hölzer kriegt, keine Bretter kriegt hier, oder? So ist es. Es gibt hier gerade kein Lager für Bretter.
Noch besser, ne? Das kriege ich dann nicht hin, ne? Kriege ich das kleine da hin? Auch nicht, schade. Das ist jetzt schlecht, oder? Warte mal, da kommen Bretter rein. Fahr den mal weiter. Ist wieder langsamer, wie immer. Und fahr den mal weg. Wird denn, holt denn hier einer irgendwie die Barren jetzt ab? Nee. Warte, der fährt auch nicht nach Melrecht. Der Gefräßabzweig ist das. Hier ist, passt was nicht. Eisenbahn Melrichstadt. Das ist Melrichstadt-Abzweig, das ist verkehrt. Der fährt dahin. Die Linie passt nicht. Bearbeiten. Wegschmeißen. Und halt hinzufügen. Mal den oder den anderen? Machen wir den. Laden. Okay. So, jetzt will ich hoffen, dass dann hier abgeholt wird. Jetzt habe ich, glaube ich, falsch gemacht, ne? Pass auf, das ist jetzt hier nicht Wirgesabzweig, ne? Melrichstadt Nord. Wahnsinn. Gefräßabzweig. Laden wir. Das ist richtig. Und hier ist falsch. Halt hinzufügen. Den. Entladen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es aber, ne? Oh, da sind schon tatsächlich weniger. Fahr mal weg. Ja, komm, lass den Zug nochmal fahren, hat so keinen Sinn. Läuft erstmal. Macht zu. Kommt der mit dem anderen Zeug? Ja. Und dieser hier, der läuft irgendwo ins Leere, ne? Gefräß halt. Ja, ist richtig. Und Gefräß oben ist nix. Gefräß Südwest. Auftrag löschen. Gefräß oben weg. Halt hinzufügen diesen. Entladen. Okay. Weiter. Jetzt fährt der dahin und sollte klappen. Der hier ist schreckliche Lieferung, ne? Da kommen aber welche vorbeigefahren, meine ich. Hier sieht es jetzt mal gerade gut aus, oder? Der kriegt hier Holz, das passt. Hier flupft es jetzt mal. Jetzt müssen wir nur hier hinten nochmal gucken. Ah, hier steht es aber auch nicht so ganz so schlecht. Was macht unser Labor? Ah, 32 von 135. Die Holzbretter brauchen nur noch etwas länger. Naja, aber wir haben es jetzt mal so weit hier hingekriegt, dass das erstmal wieder läuft. Und die fahren erstmal, das ist auch gut. Ja, können wir so lassen. Vielleicht ist es ja jetzt, hast du gedacht, ist aber nicht so. Aber da kommt schon der nächste Zug. Doch, das ist noch am Rollen hier. Sieht aus, als ob das funktionieren könnte. Also die werden jetzt auch abgeholt auf jeden Fall. Da kommt der nächste Zug hierfür. Das geht also auch. Das war jetzt kein gemischter Zug und das ist auch kein gemischter Zug. Oder war das doch ein gemischter Zug?
Ach, da ist er. Okay. Da müssen wir jetzt nur beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, gucken, dass die Kohle da nicht überläuft, weil die haben wir hier noch nicht abgeholt, glaube, oder? Weil die bringen da auch noch irgendwo was falsch. Gefräß Ost ist wo? Ist da. Ist das denn verbunden mit dem hier? Warte. Ist verbunden mit dem hier, also müssten die auch abliefern. Aber warum hatten die noch was auf dem Wagen? Welche Stadt Süd? Boah, die kommt von da hinten. Aber der Zug bringt es von da mit, also passt ja erstmal was, ne? Das heißt, das war, den können wir austauschen. Das Laden muss jetzt nicht mehr da hinten sein. Bearbeiten. Das kannst du wegmachen. Gefräß Ost ist entladen. Halt hinzufügen ist jetzt da, wo die Eisenbahn ist. Und zwar hier laden. So. Ist okay. Es wird nur das Problem sein, dass die schneller entladen, wie das der geladen hat. Okay, das heißt, dieser Zug, den müssen wir nochmal bearbeiten. Der sollte mal mehr Kohle bringen. Ja, die Eisenbahn, das müssen wir beobachten. Das sieht ja erstmal noch gut aus. Holz und so ist leer. Okay, Eisenerz ist nicht da. Okay, müssen wir mal schauen. Der LKW hier fährt gerade mit der Kohle hoffentlich dahin und dass es dafür da ist. Das sieht doch gut aus. Der ist jetzt auch nicht mehr, der ist schon auf schlecht, ne? Und nicht fürchterlich oder was es auch immer war. Und der hat dafür abgeladen. Sand haben wir nicht. Sand gibt es da. Wie weit ist unser. Vielleicht können wir das Land kaufen. Wo war denn das mit dem Sand? Eisenerz? Klicken für Infos. Hier gibt es Steine. Könnte ich kaufen, ne? Will ich aber nicht. Oder will ich das doch? So, jetzt hier nochmal. Bad Düben ist das. Und das. Das brauche ich aber jetzt nicht. Ist mir jetzt wirklich. Also, das müssten wir jetzt hier mit klären, ne? Was haben wir denn hier? Steine? Aber Steine. Was bauen wir denn hier? Können wir hier abbauen? Das ist die Frage. Ach, Steine können wir dann da abbauen, ne? Die wären ja da. Steine haben wir, glaube ich, nicht, ne? Sand würde wir jetzt gerade brauchen. Haben wir hier aber nicht. Hier wäre Kupfererz. Hier wäre Steine wieder. Da sind andere Dinge, die wir nicht brauchen. Das hatten wir schon, ne? Ich glaube ja. Da gibt es Ressourcen Sand, aber das so viel Geld habe ich gerade nicht. Haben wir nicht. Hier wäre auch Sand. Kostet 1383. Da oben. Nee. Die wollen Bretter haben. Fahrzeug ist unrentabel. Komm, wir nehmen das erstmal den Stein hier. Das ist das Günstigste. Das können wir uns am ehesten leisten. Müssen aber gucken, dass es erst noch läuft. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Teil. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.